Schlingo Bingo. Heute spielen wir Bingo mal ein klein bisschen anders. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser Spielvorstellung und Regelerklärung inklusive Mini-Solo-Let's Play von Schlingo Bingo. Eine der Neuheiten 2019 von Huch und es ist ein Spiel für beliebig viele Spieler, steht tatsächlich drauf 1 bis 200 und es ist ein verrücktes Schlangen-Bingo. Und wie funktioniert das Ganze? Das lässt sich am besten tatsächlich anhand des Bingo-Prinzips erklären. Wir ziehen hier in diesem Fall munter unsere Blättchen aus dem Säckchen und tragen diese auf unserem Schlangen-Bingo-Zettel ein. Und wer dann die meisten Punkte macht, der gewinnt. Wie sich das Ganze en Detail spielt, inklusive einem kleinen Solo-Let's Play, zeige ich euch jetzt. Und dann sehen wir uns wieder zu einem abschließenden Fazit. Ja, kommen wir nun zur Regelerklärung inklusive Solo-Let's Play von Schlingo-Bingo. Und ihr seht hier schon den Block. Der ist tatsächlich nur langweilig grau. Was soll's. Als erstes mal tragen wir hier den Namen ein und dann geht's schon los. Hier stehen eigentlich die ganzen Regeln schon drauf. Erstens, pro Runde zieht ihr ein Blättchen aus dem Beutel. Dafür haben wir diesen schicken Beutel und da sind solche Blättchen drin mit Zahlen drauf. Materialtechnisch auf jeden Fall schön. Die Zahlen von 1 bis 10 sind jeweils einmal drin, die von 20 bis 30 auch. Die von 11 bis 19 sind tatsächlich zweimal drin und der Joker, das ist ein Sternchen, ist einmal drin. Ja, jeder trägt die Zahl beliebig auf seiner Schlange ein und nach 20 Runden ist Schluss. Merke, lange Schlangen bringen viele Punkte, denn wir werten aufsteigende Schlangenabschnitte und je nachdem, wie viele Zahlen aufsteigen, aufeinander folgen, die dürfen natürlich Lücken aufweisen, bekommen wir für die Länge entsprechend Punkte. Eine 5er-Schlange, ein 5er-Abschnitt würde 7 Punkte bringen, ein 20er sogar 300 Punkte. Also wenn wir es schaffen, alle Zahlen aufsteigend zu sortieren, bekommen wir 300 Punkte. Natürlich die kleinste Zahl am Kopf, die größte Zahl am Schwanz. So ist es ganz logisch und wir starten direkt. Wir mischen hier einmal kräftig. Und natürlich ist es so, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. 18. Wir wissen ja jetzt, dass... Oh, hier sind die Unterteilungen. 5, nochmal 5, nochmal 5, nochmal 5. Okay, wir wissen, die sind doppelt drin. Das heißt, hier nehmen wir die für 20 aufwärts, die für unter 10 und hier die. Das heißt, hier 15. Das heißt, ich würde die 18 tatsächlich mal hier eintragen wollen. Eine 5, voller die Waldfee. Da kommt ja nicht mehr viel drunter. Hoffen wir mal. So. 17, hervorragend. So, ihr merkt schon, das hat so ein bisschen Bingo-Mechanik, nur minimal. Die 15, jetzt ist die Frage, direkt daneben oder auf Lücke? Wir machen mal auf Lücke, das ist zwar jetzt ein Risiko, aber das gehe ich bewusst ein. Die 6, holla. Hier oder da. Auch wenn ich es vielleicht bereuen werde. Was haben wir da schon? Noch eine 15. Okay. Ihr seht, zwei aufeinanderfolgende Zahlen bringen hier tatsächlich schon einen Punkt. 22. Puh. Dass ich mich nicht komplett verzocke, hoffentlich. Die 8. Okay. Also wir haben schon mal einen Punkt, einen Punkt, einen Punkt und hier sogar drei Punkte. Die 10. Schön. Die tragen wir hier ein. Die 7. So, jetzt haben wir das erste Mal ein Problemchen. Jetzt kann ich natürlich drauf spekulieren, dass nichts Kleineres mehr kommt. Oder ich nehme sie halt doch hinten raus. Hier könnte ja noch jede Menge dazwischen kommen, aber hier könnte halt auch noch was drunter kommen. Wisst ihr was, ich nehme die 7 jetzt mal hier ganz an den Anfang, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch zwei niedrige Zahlen ziehe und dann fluche. 17. Oh, wie gut, dass ich die Lücke gelassen habe. 5 aufeinanderfolgende, 7 Punkte schon mal. Also so schlecht wird es nicht aussehen. Die 30. Oh, holla. Oh, 28.
Also es ist tatsächlich auch so gewollt, dass die Zahlen quasi dann liegen bleiben, die man schon gezogen und eingetragen hat. Also im Prinzip könnt ihr dieses Spiel auch mit ganz vielen Leuten in der Kneipe spielen. Ich möchte es auf jeden Fall mal noch als Partyspiel ausprobieren. So, wir haben jetzt 15 gezogen. 20. Puh. Die 18 könnte noch mal, ist noch mal drin. Die 19 ist zweimal drin. Das heißt, da ist die Chance größer. Die tragen wir jetzt hier ein. Das heißt, hoffentlich jetzt keine hohe Zahl mehr, weil hier hätten wir fünf aufeinanderfolgende. No. Leute, Leute. Also, ich glaube, das ist schon unverschämt viel Glück, wenn da jetzt noch mehr passiert. Die 26. Okay, jetzt können wir natürlich anfangen, hin und her zu überlegen, was wir machen. Das bedeutet, ich könnte die jetzt natürlich hier eintragen. Oder hier. Wisst ihr was? Ich halte mir alle Optionen offen. 29. Alter Verwalter. Das bleibt bloß hier. Jetzt natürlich in der Hoffnung, was Gescheites zu ziehen. Einen Joker. Wenn wir das jetzt da eintragen, dann haben wir hier ein ganzes Stückchen Schlange. Das gefällt mir. Und die letzte, die allerletzte Zahl ist die 21. Okay. Und jetzt kommen wir quasi schon zur abschließenden Wertung. Wir schauen quasi, wie lange sind unsere Schlangenabschnitte. Da haben wir hier einen Abschnitt mit 2. Dann haben wir 5, 6, 8, 10 Sternchen. 26, 29 bis hierhin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind schon mal 11 Punkte. Und 15, 15, 17, 17, 18. Das geht hier komplett durch. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Das sind 30 Punkte. Das heißt, wir hätten hier 30, 41 plus 1. Leute, das ist ja ein Ergebnis, traumhaft. 42 Punkte erreicht. Und in der Hoffnung, wir haben nicht weniger Punkte als unsere Mitspieler tatsächlich erreicht. Ja, ihr hättet jetzt natürlich auch, hättet ihr jetzt dieses Blättchen gehabt, einfach dieses Spiel mitspielen können. Jetzt direkt live mit der Erklärung mit mir zusammen. Und es gibt da so eine kleine Variante quasi noch mit im Spiel, die ist dann noch ein bisschen kniffliger, wäre uns jetzt in dem Fall egal gewesen. Bei einer Sechserkette, Zwölferkette oder Siebzehnerkette bekommt quasi Schlingo Bingo ein bisschen Schluck auf und die Punkte rasseln in den Keller. Da gibt es dann nämlich bloß 3, 20 und 50 Punkte entsprechend statt hier 9, 35, 85. Das heißt, da verliert man Punkte, wenn man da in der Region landet. Ja, und das sind auch schon die ganzen Regeln. Und das war's von den Regeln und wir sehen uns direkt wieder zum Fazit jetzt. Schlingo Bingo. Ja, das verrückte Schlangenbingo. Ist eigentlich schon alles gesagt. Oder nicht? Wir haben zwei Regeln. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Die Regeln sind gut verständlich, sind kurz und knackig. Zwei Seiten, schön erklärt, passt. Haken hinter. Dann haben wir hier einen Block. Finde persönlich, dass dieser Block leider im Vergleich zum Rest des Spiels etwas lieblos gestaltet ist. Der ist einfach nur in schlichtem Grau gehalten. Klar, hier steht nochmal drauf, wie das Ganze abgeht. Es stehen die kompletten Punkte drauf. Man hat eine super Übersicht und wenn man dann noch 42 Punkte erreicht, fühlt man sich sowieso wie der tollste Hecht im Karpfenteich. Aber warum muss das wirklich grau sein? Ich finde das sowas von nicht ansprechend und sowas von total belanglos fast schon. Also es ist einfach, ach ja, why? Ja, warum? Schön ist, dass es übersichtlich gestaltet ist. Okay, dass die Regeln nochmal drauf sind, dass die Verteilung der Chips drauf ist. Es ist alles Wichtige drauf. Im Prinzip kann man auf die Regeln verzichten oder wenn man nicht genau aufgepasst hat, dann hat man die Regeln ja nochmal vor sich. Man hat die Verteilung vor sich, man muss nicht nachfragen. Ist gut soweit. Aber bitte doch in Farbe, ja? Schade. Wirklich schade. Punktabzug meinerseits. Kommen wir nun zum Säckchen. Das Material, ihr habt es gesehen. Das passt, ja, das ist schön, das ist von der Haptik. Wenn es runterfällt, macht es ordentlich Krach. Man kann schön durchmischen und dann schön rausziehen und hat dann zum Beispiel eine 14. Dann legt man die in die Mitte, trägt sie ein. Ihr merkt, ich gruschel hier rum, ihr hört das jetzt brutal laut, vielleicht sogar. 19 und so weiter. Da gibt es nichts zu meckern, Material ist okay. Das Säckchen außen drauf beschriftet, Haken hinter, das passt. Und jetzt vom Spielprinzip.
braucht man Schlingo Bingo in der Sammlung. Na gut, für wen ist es was? Es ist eigentlich was für die Kategorie Kneipen-Bingo-Spieler. Denn die werden da, denke ich, voll abgeholt und kommen da voll auf ihre Kosten. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der einen oder anderen Rentnergruppe das durch den sehr, 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 sehr geringen Schwierigkeitsgrad, aber doch diese ganz kleine taktische Tiefe, wenn man mit den mathematischen Wahrscheinlichkeiten hin und her hantiert, einen gewissen Mini-Kniff haben kann. Ansonsten ist es wirklich nur Bingo, ein bisschen netter, moderner, flockiger verpackt, aber mehr ist es halt nicht. Ist, denke ich, für die ein oder andere Familie oder wie gesagt Rentnergruppe oder Kneipen-Bingo-Liebhaber ein gefundenes Schlangenfresschen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes dazu zu sagen. Außer, wenn ihr zur Zielgruppe gehört, dann könnte das durchaus was für euch sein. Für mich ist es Kategorie, ich spiele das 2-3 Mal und dann warte ich auf die richtige Gruppe, um es vielleicht weitere Male zu spielen. So ist es halt eher ein bisschen witz- und belanglos. Wie gesagt, hätte man da jetzt einen richtig geilen optischen Block beigelegt, dann hätte das gewissermaßen nochmal einen Charme gehabt. Was hätte man vielleicht auch noch mit dem Block machen können? Ich meine, der bietet eigentlich Platz für Veränderungen, für Möglichkeiten, für mehr. Ja, der bietet einfach Möglichkeiten und Platz für mehr Vielfalt. Man hätte auf der Rückseite noch was machen können. Man hätte die Schlange ein bisschen anders gestalten können, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Vielleicht noch mit einem Kniff, mit einem Looping drin und da kann man sich eigentlich noch was ausdenken, da kann man sich noch austoben. Also ich denke, da ist Potenzial da, auch doch noch ein klein bisschen mehr als nur Bingo neu verpackt zu generieren. Und ich denke, in dem Bereich gibt es einfach schon zu viele Spiele, die halt auch doch einen Hauch besser sind oder vielleicht noch einen Hauch ansprechender. So bleibt Schlingo Bingo einfach ein kleines, aber fast schon unscheinbar und belangloses Bingo. Das war's von meiner Seite zu Schlingo Bingo. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch Bingo Spaß macht. Ich meine, man erlebt immer wieder in den Kneipen, dass Bingo extrem gerne gespielt wird. Wäre das ein Kandidat, um vielleicht in der ein oder anderen Kneipe zu spielen? Vielleicht schaut auch gerade der Flo vom Zamkwürfel in München zu und sagt, hey, super geil, das spielen wir auf jeden Fall bei uns im Café. Das wäre natürlich sowas, wo man natürlich ausrufen kann für die komplette Gruppe, wo man eben einer zieht und brüllt die Zahl durch den Raum und jeder trägt ein. Wenn alle eingetragen haben, halten die Apache-Hand hoch, man macht weiter. Das geht natürlich für Riesengruppen und ist damit super gruppengeeignet. Dafür sind dann wieder zu wenig Blätter dabei. Hat natürlich den Vorteil, es ist schwarz-weiß, dann kann man es gut kopieren. Aber wie seht ihr es? Wie sind eure Erfahrungen damit? Oder wie ist euer Eindruck jetzt anhand meines Solo-Let's Plays? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir freuen uns da natürlich gerne über einen Daumen nach oben. Dann gibt es auch mehr Neuheiten, mehr kleine Spiele, mehr große Spiele, mehr Abwechslung bei uns auf dem Kanal. Und lasst auch gerne ein Abo da. Darüber freuen wir uns sehr. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und bis bald.